auf die Tagesordnungspunkte 8a und 8b. Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs eines Strafrechtsänderungsgesetzes. Strafbarkeit nicht genehmigter Fahrzeugrennen im Straßenverkehr. Sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Verkehrssicherheit erhöhen, Raserei und illegale Autorennen wirksam bekämpfen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen und ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin in der Aussprache hat die Kollegin Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion das Wort. Guten Abend, dürfen wir bitte reinkommen? Wir haben Ihnen eine Nachricht zu überbringen. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, in meinen 27 Jahren als Polizeibeamtin musste ich oft genug die Überbringung von Todesnachrichten mit diesem Satz einleiten. In vielen Fällen waren Verkehrsunfälle die Ursache. Wie fing es damit an? Wir haben uns als Bundesregierung die Marschrichtung gesetzt. Wir wollen die Vision Zero verwirklichen. Das heißt, niemand soll auf deutschen Straßen bei Verkehrsunfällen mehr zu Tode kommen. Und illegale Autorennen haben immer mehr daran ihren Anteil. In den 80er Jahren waren es PS-starke Kleinwagen. Der Film Manta Manta, bei dem ein illegales Autorennen der Höhepunkt des Filmes war. Zur Jahrtausendwende wurden es vermehrt deutsche hochmotorisierte Limousinen, die an illegalen Autorennen teilnahmen. Im Moment sind die Folgen, wenn niemand zu Schade kommt, gering. Ein Bußgeld, maximal 3 Monate Fahrverbot. Wenn eine Person zu Tode kommt, eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Der Rechtsrahmen dafür ist gering. Dieses Jahr hat zum ersten Mal ein Gericht geurteilt, Teilnehmende an einem Autorennen, bei dem ein Mensch zu Tode kommt, nehmen dies billigend in Kauf und sie handeln aus niederen Beweggründen. Sie wurden wegen Mordes verurteilt. Ob dieses Urteil vor dem höchsten Gericht Bestand haben wird oder nicht, wissen wir noch nicht. Es wird Jahre dauern, bis dort eine Entscheidung gefällt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so lange wollen wir nicht warten. Wir müssen dieses Problem jetzt angehen. Daher hat die Koalition einen neuen Straftatbestand Ihnen heute zur Abstimmung vorgelegt, der ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt vorsieht. Was heißt das? Ähnlich bei einer Trunkenheitsfahrt sagen wir, allein die Tatsache, dass ich an einem illegalen Autorennen teilnehme, völlig egal, ob ein anderer Verkehrsteilnehmer dabei gefährdet wird, eine Person auf dem Gehweg ist, die möglicherweise zu Schaden kommt, allein die Teilnahme ist so gefährlich, dass wir sagen, das verwirklicht einen Straftatbestand. Und auch das Organisieren eines solchen Rennens wollen wir unter Strafe stellen. Bei der Anhörung nun haben uns die Sachverständigen gesagt, das halten sie für sinnvoll. Allerdings haben wir einen Teil noch nicht damit erfasst, nämlich die Frage, wenn nicht zwei oder mehr Fahrzeuge gegeneinander fahren, sondern wenn es um die sogenannten Alleinraser geht. Also eine Person in einem Kraftfahrzeug, der die Höchstgeschwindigkeit erzielen will, entweder um einen Rekord zu brechen oder einfach um diesen Geschwindigkeitsrausch zu haben. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, das zu regeln. In der Schweiz zum Beispiel gibt es klare Grenzen für Geschwindigkeiten. Wer in einer 30er-Zone mehr als 70 fährt, wird einer Straftat bezichtigt. Die Sachverständigen haben uns aber klar gesagt, das halten sie nicht für sachgerecht. Denn bei diesen klaren Grenzen wird der besondere Situation keine Rechnung getragen. Also der Witterung, der Straßenverhältnisse, die Frage, ist dort viel Verkehr oder nicht. Und darum haben wir Ihnen einen Vorschlag gemacht, der zwei Begriffe beinhaltet, die schon im Strafgesetz etabliert sind, die nicht angepasste Geschwindigkeit und dass man das Ganze grob verkehrswidrig und rücksichtslos macht. Und einen dritten Begriff, der noch nicht definiert ist, nämlich zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten.
Nun hat uns der Staatsanwalt bei der Anhörung gesagt, ja, das ist nicht definiert. Aber das waren Ihre ersten beiden Begriffe, als der Deutsche Bundestag das damals beschlossen hat, auch nicht. Und das Richterrecht hat Definitionen gefunden. Und heute ist es eine Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wird auch bei der Frage, was ist die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten, der Fall sein. Alle Sachverständigen sagten, es ist wichtig, das zu lösen. Und wir werden es mit dieser Formulierung auch strafrechtlich in den Griff bekommen. Wichtig ist auch, dass wir geregelt haben, dass es eine Erziehung der Fahrerlaubnis geben kann und vor allen Dingen, dass die Fahrzeuge eingezogen werden kann. Ein Sachverständiger formulierte es etwas flapsig: Nehmt ihnen ihr Spielzeug weg und ihr trefft sie am meisten. Ich glaube, das trifft es. Wir werden heute illegale Autorennen aus der Ecke des Kavaliersdeliktes rausnehmen, dahin, wo es hingehört. Ein strafrechtliches Verhalten, verantwortungslos, das Gefahr für Unbeteiligte birgt. Und das ist auch richtig so. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich wünsche niemanden, dass er den Satz "Guten Abend, dürfen wir reinkommen, wir haben Ihnen eine Mitteilung zu machen" je hören muss. Und ich glaube, dass dieses Gesetz, das wir heute hier verabschieden, einen guten Beitrag dazu leistet, dass dies weniger der Fall sein wird. Herzlichen Dank. Björn Wunderlich hat als Redner, als nächster Redner jetzt für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die meisten Verkehrstoten in Deutschland passieren durch überhöhte Geschwindigkeit. Da muss man dran arbeiten. Deswegen musste man per Grundsatz erst mal überlegen, ob man nicht auch grundsätzlich an Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf der Autobahn denkt. Aber daneben gibt es eben auch Spinner, die einfach nicht hinter das Lenkrad eines Fahrzeugs gehören. Illegale Autorennen stehen derzeit, insbesondere durch den spektakulären Fall vom Landgericht Berlin, verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Und vor diesem Hintergrund ist eben der vorliegende Gesetzentwurf beschlossen worden. Nun soll ein Paragraph 315d ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Und diese Norm sieht neben zwei konkreten Gefährdungsdelikten eben auch erstmals in Absatz 1 ein abstraktes Gefährdungsdelikt in Bezug auf illegale Kraftfahrzeugrennen vor. Das ist schon angesprochen worden. So soll eben auch nach Änderung durch die Koalition neben dem konkreten Durchführen und der Teilnahme, das muss bestraft werden, bereits das Ausrichten eines nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennens unter Strafe gestellt werden. Dieses abstrakte Gefährdungsdelikt in Absatz 1 stellt den eigentlichen Kernpunkt dar. Indem der bisherige Bußgeldtatbestand, es war ja schon immer mit dem Bußgeld bedroht, durch ein Strafgesetz ersetzt wird, welches nicht nur den Teilnehmer von Straßenrennen erfasst, sondern eben auch denjenigen, welcher es im Vorfeld der eigentlichen Tat ausrichtet. Und das ist das Problem. Das bisherige Sanktionssystem, vorwiegend die Straftatbestände des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, 315b StGB und der Straßenverkehrsgefährdung, 315c Strafgesetzbuch, setzt die Feststellung einer konkreten Gefahr für Dritte oder Sachen von bedeutendem Wert voraus. Die bloße abstrakte Gefährdung reicht eben nicht aus. Und die Einführung dieses abstrakten Gefährdungsdelikts ist äußerst bedenklich. Durch ein abstraktes Gefährdungsdelikt wird die Strafbarkeit vor die eigentliche Rechtsgutverletzung vorverlagert. Daher muss es einen hinreichend deutlichen Bezug zu einem Rechtsgut geben. Die Sanktionierung einer gefährlichen Handlung stößt jedoch auf Bedenken, wenn sich diese im Wege der Vorverlagerung nur noch diffus mit Hinweisen auf Belange der Allgemeinheit bestimmen lässt. Und es ist nicht erkennbar, welches Rechtsgut in dieser Situation bei der Vorverlagerung geschützt werden soll. Teilweise ist verwiesen worden auf die Trunkenheitsfahrt. Wenn ich betrunken fahre und habe noch keine konkrete Gefährdung, ist es nur eine abstrakte Gefährdung. Aber aus dieser abstrakten Gefährdung sind wir uns alle einig, kann sich blitzschnell eine konkrete Gefährdung von Leib, Leben und so weiter ergeben. Aber hier wird so weit vorgelagert, dass man, wenn man das konsequent durchdenkt, schon allein das Alkoholtrinken von Führerscheinbesitzern unter Strafe stellen müsste. Denn aus diesem Trinken von Alkohol könnte sich dann die konkrete Gefährdung ergeben. Hinzu kommt, dass der Entwurf erhebliche Mängel in Bezug
auf die aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz resultierendes Bestimmtheitsgebot aufweist. Aus diesem Grundsatz geht hervor, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen des Tatbestands so genau umschreiben muss, dass die Tragweite und die Anwendungsbereich zu erkennen sind und durch Auslegung ermitteln lässt. Wir können es nicht immer der rechtsprechenden Gewalt überlassen, das alles irgendwie dann hinzubiegen. Die Bestimmtheit der Tatlandung, Frau Lührmann hat schon darauf hingewiesen, ist hier ein bisschen problematisch, zu meiner Überzeugung zu weit. Problem der Einbeziehung der Fahrzeuge ist auch nicht neu geregelt, war bislang auch schon möglich. Und Dritteigentumsfrage, wenn es einem nicht gehört, ist das große Problem. Zu kritisieren ist ebenfalls, dass die nicht angepasste Geschwindigkeit, auch das wurde angesprochen, zu unbestimmt formuliert ist. Zum Gesetzentwurf der Grünen eigentlich der richtige Weg. Hier soll nichts Neues, Abstraktes eingeführt werden, sondern auf bereits bestehende gesetzliche Regelungen wird die entsprechende Änderung angewandt, indem in § 315c dieser präzisiert wird, wo eben bei der Gefährdung diese einschränkenden Bestimmungen bei Kreuzungen, Bahnübergängen, Einmündungen gestrichen werden soll. Aber die Grünen haben leider dabei drin gelassen, dass bei dieser Geschichte dann auch die Sachen von besonderem Wert mit unter die Gefährdung fallen. Das sind fremde Sachen von bedeutendem Wert, da gibt es Rechtsprechung zu, das fängt bei 750 Euro an. Wenn jetzt diese Gefährdung auf den gesamten Straßenbereich und nicht nur auf diese kritischen, bislang benannten Stellen unterfällt, dann ist im Grunde diese Gefährdung jederzeit gegeben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein zugelassenes am Auto, am Straßenrand parkendes oder abgestelltes Kraftfahrzeug in aller Regel unter der Wertgrenze von 750 Euro liegt. Und so wird aus diesem Konkreten letztlich dann auch wieder ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Schade, deswegen kann man dem Gesetzentwurf so nicht zustimmen. Spinner gehören nicht in das Lenkrad, Raser gehören bestraft und ihnen gehört auch das Spielzeug, eben das Auto, weggenommen. Da sind wir uns alle einig. Und ich halte diese, ja, ich möchte schon sagen, Idioten auch wirklich für charakterlich völlig ungeeignet, überhaupt ein Fahrzeug zu führen. Aber die vorliegenden Gesetzentwürfe, so leid mir das tut, schießen zu meiner Überzeugung über das Ziel, worin wir uns alle einig sind, hinaus. Leider. Dankeschön. Der Bundesminister Alexander Dobrindt hat jetzt als nächster Redner für die Bundesregierung das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir wollen Mobilität, wir wollen sichere Mobilität, wir wollen verantwortungsvolle Mobilität, wir wollen maximale Mobilität für die Bürger haben, aber das geht nur mit Rücksicht und Achtung gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern. Und wer dieses Privileg auf maximale Mobilität missbraucht und rücksichtslos gegenüber anderen auf Risiko, Leib und Leben keine Rücksicht nimmt, der hat sein Recht auf Straße und auf Fahren verwirkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Inhalt unserer Regelung. Und dazu gehört, dass wir in der Tat alle diejenigen, die sich so verantwortungslos verhalten, auch mit ihren Fahrzeugen bereit sind, aus dem Verkehr zu ziehen. Illegale Straßenrennen, Raser, all das hat auf unseren Straßen, in unseren Städten in der Tat nichts zu suchen. Und es ist das richtige Signal, das wir mit diesem Gesetz auch geben, dafür zu sorgen, dass zukünftig diejenigen, die glauben, sie könnten sich an illegalen Straßenrennen beteiligen, dann auch die volle Härte des Gesetzes spüren müssen. Ich habe, und liebe Kolleginnen und Kollegen, in unseren Debatten haben wir alle die Wahrnehmung gehabt, dass illegale Straßenrennen wohl noch einmal zugenommen haben durch die Möglichkeiten der Verbreitung von Foto- und Videoaufnahmen im Internet. Offensichtlich wird es noch als Trophäe empfunden, mit Bildern dort zu prahlen. Und das Prinzip all dieser Rennen ist immer das Gleiche.
Es treffen sich irgendwelche Spinner auf unseren Straßen, um in maximaler, unverantwortlicher und gefährdender Weise einen Wettbewerb über Höchstgeschwindigkeiten sich zu leisten und sich zu messen. Am Ende steht oft ein tragischer Unfall von völlig unbeteiligten Dritten, entsetzliches Leid, was damit verbunden ist. Und wir kennen alle die traurigen Schlagworte aus der Vergangenheit, wenn es zum Beispiel um Berlin geht, Februar 2016, zwei Raser mitten im Zentrum in Berlin bei 160 km/h mehrere rote Ampeln überfahren und am Schluss ein unbeteiligtes Fahrzeug gerammt mit Todesfolge. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Fall deswegen dann auch noch besondere Aufregung und Wahrnehmung verursacht hat, weil zum ersten Mal deutlich ein Gericht, ein Landgericht gesagt hat, das ist eine Verurteilung wegen Mordes würdig. Das war neu in der Rechtsprechung und ich kann nur sagen, was die Richter an der Stelle gesagt haben, dass es mögliche Todesfolgen, dass dieses Verhalten mögliche Todesfolgen billigen in Kauf nimmt. Das ist genau der richtige Punkt. Mögliche Todesfolgen billigen in Kauf nehmen durch Teilnahme an Rennen. Das ist die Sichtweise, die wir auch teilen können. Und von daher muss man auch sehr klar sagen, dass alle diejenigen, die sich nicht nur an Rennen beteiligen und diese führen, sondern auch all diejenigen, die Rennen, illegale Rennen organisieren oder zu illegalen Rennen anstiften, auch die nehmen mögliche Todesfolgen billigend in Kauf. Das ist der Sinn unseres Gesetzes. In der Tat ist es so, dass die bisherigen rechtlichen Möglichkeiten beschränkt sind und wenn es zu keiner Gefährdung oder Schädigung eines Dritten kommt, reden wir heute noch von einer Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld entsprechend geahndet wird oder mit bis zu 3 Monaten Fahrverboten. Das wird dem Gefährdungspotenzial in der Tat nicht gerecht. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt den Schritt gehen, bei der Teilnahme und einer Veranstaltung von illegalen Straßenrennen uns aus dem Ordnungswidrigkeitsrecht herauslösen und einen neuen Straftatbestand schaffen, einen Straftatbestand, der jetzt eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren beinhaltet. Meine Damen und Herren, das ist die richtige Konsequenz für solche verantwortungslosen Raser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich bei den Verkehrspolitikern und bei den Rechtspolitikern, die gemeinsam sehr verantwortlich mit dieser Situation umgegangen sind und auch ein Gesetz geschaffen haben, das diesen schwierigen, in der Tat sehr schwierigen Komplex aus unserer Sicht richtig abbilden kann, dass der Versuch der Organisation eines Rennens, der Versuch der Organisation eines Rennens jetzt unter Strafe steht. Das war nicht selbstverständlich und nicht von Anfang an klar, dass wir auch dieses Ergebnis erreichen. Aber es ist ein Kernanliegen von uns, weil wir auch schon klar im Vorfeld eine maximale Abschreckungswirkung entfalten wollen und klar darauf hinweisen, dass auch ein Aufruf zu illegalen Rennen bereits im Internet natürlich eine strafbare Handlung sein kann. Das ist eine deutliche Verschärfung der bisherigen Regel, aber es ist eine Verschärfung, die gegenüber denjenigen, die bereit sind, andere zu gefährden, auch eine sehr, sehr klare Sprache spricht. Wir schaffen die Voraussetzungen für ein Fahrverbot und einen Fahrzeugentzug. Ja, eine Entziehung von Fahrerlaubnis, eine
Entziehung von Fahrzeugen. Das ist auch in der Tat eine harte Maßnahme. Aber, meine Damen und Herren, ist doch vollkommen klar, wer heute bereit ist, über ein illegales Autorennen diese Art von Gefährdung von Dritten in Kauf zu nehmen, der zeigt doch, dass er einen Umgang mit der Mobilität, einem Auto, einem Umgang mit einem Auto in der Tat nicht gewachsen ist. Und alle psychologischen Gutachter sagen, dass dies genau eine harte Androhung, weil eben dann auch ein harter Schlag für die Raser wäre, weil sie sich in besonderer Form über ihr Auto definieren und deswegen auch eine besondere Abschreckungswirkung darüber entsteht. Ich glaube, es war richtig, trotz der Debatten, die wir auch gerade darüber geführt haben, genau diese Abschreckungswirkung damit zu erzeugen. Wer sich in dieser Art und Weise auf unseren Straßen verantwortungslos verhält, der muss wissen, er hat zukünftig keinen Führerschein und kein Auto mehr, meine Damen und Herren. Wir wollen die sichere Mobilität für alle schaffen. Und dazu gehört, dass wir auch immer den respektvollen Umgang, die Rücksicht und die Achtung gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern in allen Fahrsituationen wahren. Wer das nicht tun will, wer in der Tat andere gefährden will, wer sich nicht an die Regeln auf der Straße halten will, die notwendig sind, um sichere Mobilität zu garantieren, der hat auf unseren Straßen keinen Platz mehr. Dankeschön. Als nächste Rednerin spricht Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin ja froh, dass wir jetzt eine Diskussion hier haben, die doch sehr seriös und ruhig sich einem Delikt widmet, das vor einiger Zeit noch in weiten Bereichen als irgendwie cool angesehen wurde. Und ich bin froh, dass wir jetzt doch klar zeigen, diese massiv überhöhte Geschwindigkeit, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist nicht cool, das ist nicht Selbstbestätigung, sondern das ist tatsächlich ein Verhalten, das ein extrem hohes Verletzungs- und Tötungspotenzial hat, das wir nicht als sozial halten und dass wir uns deshalb einig sind, dass es eine gesetzliche Regelung geben muss. Und ich will Ihnen mal noch mal ein paar Zahlen sagen, weil wir in der Anhörung im Rechtsausschuss doch sehr eindrücklich Frau Lühmann war auch da, was über Geschwindigkeiten gehört hat. So hat uns der Vertreter vom LKA Köln, ein Polizist, der sich da sehr gut auskennt, auch nochmal auf Nachfragen was zu den Geschwindigkeiten gesagt. Warum? Weil nämlich jemand sagte, naja, man kann doch jemanden zum Beispiel bei doppelter Geschwindigkeit als die erlaubte nicht so hoch bestrafen. Jetzt haben wir nachgefragt. Spielstraße. Also die Frage war, in der Spielstraße 14 Kilometer die Stunde fahren, kann man doch nicht genauso wie mit 170 über den Kudamm fahren. Und dann kam aber ein Hinweis, in der Spielstraße Schrittgeschwindigkeit 7-8 Kilometer erlaubt. 14 Kilometer zu fahren heißt aber, dass das Kind, das da langläuft, massiv verletzt werden kann. Wirklich massive Verletzungen bekommen kann, weil dann nämlich Reaktionszeit, Beschaffenheit, wie überraschend kommen sie und der Bremsweg zugehören, meine Damen und Herren. Höhere Geschwindigkeit heißt übrigens auch längere Bremsweg. Die doppelte Geschwindigkeit macht fast den vierfachen Bremsweg, meine Damen und Herren. Bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde gibt es für einen Erwachsenen, sagt man, die Chance einer leichten Verletzung, Schürfung, Stauchen, Prellung, Brüche. Bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde kann ein Fußgänger und sowieso ein Radfahrer bereits tödlich verletzt werden. Da sagte der Kripo-Mensch auch, Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Verletzung sehr hoch. Ab 50 Kilometer die Stunde, meine Damen und Herren. Also wir reden nicht über Triviales, wenn wir uns an diese Raserei ranmachen. Oder umgekehrt, 30 km/h, wenn Sie mit 30 km/h also angefahren werden, das entspricht ungefähr der Tatsache, dass Sie aus 3,5 Meter fallen.
erster Stock eines Wohnhauses. Wenn mit 50 km/h ein Auto auf Sie fährt, fallen Sie quasi aus dem dritten Stock. Wenn mit 70 km/h ein Auto auf Sie fährt, fallen Sie aus der Fallhöhe von 20 Metern. Meine Damen und Herren, nur wenige überleben das. Und deshalb reden wir hier nicht über Triviales. Wir reden auch nicht über die Frage, ob jemand zu schnell fährt, sondern wir meinen, ja, hier und da mal 10, 20 Kilometer. Auch das ist aber nicht trivial und gehört sich nicht, weil man soll zurückhaltend fahren, sondern wir reden über Dinge, die tatsächlich lebensgefährdend sind oder massive Verletzungen auslösen, meine Damen und Herren. Vor Jahren wäre die Debatte hier noch gar nicht möglich gewesen. Ich bin froh, meine Damen und Herren, dass wir Sie jetzt haben. Ich bin übrigens auch froh, dass der Bundesverkehrsminister sich anders äußert als vor einem Jahr. Der Kollege Kühn hatte eine Anfrage, die am 28. Juni letzten Jahres beantwortet wurde. Da hat Herr Dobrindt noch gesagt, wir werden prüfen, ob gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich sind. Ich bin ja froh, dass Initiativen aus Nordrhein-Westfalen kamen, aus dem Bundesrat kamen, von uns dann kam der Antrag und dann auch die Koalition den Bundesrat wieder änderten, sodass wir hier zu einer Entscheidung kommen können, meine Damen und Herren. Also klar ist, wir müssen was tun. Ich will auch auf eines hinweisen. Es reicht nicht allein, gesetzlich zu regeln. Wir brauchen auch Polizei auf der Straße. Wir müssen ein Entdeckungsrisiko haben für die, die meinen, dass das trivial ist, wenn sie mal schnell von A nach B wollen, meine Damen und Herren. Wir brauchen spürbare Bußgelder, Fahrverbote und wir müssen das Tatwerkzeug hier, das Auto, auch ab schweren Ordnungswidrigkeiten einziehen, meine Damen und Herren. Und ich will jetzt aber zu den Anträgen kommen. Ich war froh, dass der Bundesrat die Initiative hatte, aber der Bundesrat hat sich auf illegale Autorennen konzentriert. Das heißt also, vor Gericht war nachher der Nachweis nötig, dass zwei oder mehr sich verabredet haben. Da aber die meisten Unfälle mit Raserei und zu schnell fahren zu tun haben, ob das jetzt 40 km/h mehr sind oder 100 oder 120 mehr als erlaubt. Meine Damen und Herren, fragt man sich doch, ob es dabei noch notwendig sein muss, die Gerichte vor dieses Problem der Beweislage zu schicken. Und bei manchen wird man die Verabredung eben gar nicht erst beweisen können. Deshalb haben wir als Grüne eben einen anderen Vorschlag gemacht, meine Damen und Herren, ran an den 315c und nicht nur das illegale Autorennen, sondern tatsächlich auch das grob verkehrswidrige und massiv zu schnelle Fahren, grob verkehrswidrig und rücksichtsloses zu schnelles Fahren unter Strafe zu stellen, meine Damen und Herren, die Möglichkeit, längere Vorverbote zu erteilen. Und ich will Ihnen als letzten Satz zu Ihrem Antrag sagen, warum wir den nicht hinreichend finden. Sie haben ja jetzt noch nachgebessert beim Bundesrat, aber Sie haben in den 315c quasi geschrieben, wenn einer rast, um zu rasen, also schnell fährt, um eine schnelle Geschwindigkeit zu haben. Hier haben Sie wieder einen unbestimmten Rechtsbegriff, den die Gerichte beweisen müssten, meine Damen und Herren. Ob er nur schnell von A nach B wollte, weil er seiner Oma versprochen hatte oder die Blumen zum Geburtstag vorbeibringen will, oder ob er nur raste, um zu rasen, das halte ich für unzulänglich. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit brauchen wir, meine Damen und Herren, das klare Zeichen, wenn du so schnell fährst, bist du wirklich an der Stelle, fährst du auf Kosten der anderen, gefährdest du, ich habe Ihnen die Zahlen genannt, wir können nicht zulassen, dass einer mit Geschwindigkeiten fährt, die mehr sind, als wenn wir aus 20 Meter Höhe runterfallen können. Das ist nicht sozial. Das sieht die Straßenverkehrsordnung beim Thema rücksichtsvolles Verhalten auch nicht vor. Und deshalb haben wir einen anderen Vorschlag gemacht und finden ihn nicht unzureichend. Besser als nichts, aber wir hätten uns einen anderen gewünscht. Dr. Johannes Fechtner hat jetzt für die SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Leider haben sich in letzter Zeit immer häufiger schwere Verkehrsunfälle ereignet, weil verrückte Raser mitten in unseren Städten Autorennen veranstaltet haben und mit ihren hochgetunten Fahrzeugen bei dem Ehrgeiz, der Schnellste zu sein, fürchterliche Unfälle verursacht, weil sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. In Berlin, Mönchengladbach oder Köln sind solche Raser mit unschuldigen Bürgern zusammengestoßen, die bei diesen schrecklichen Verkehrsunfällen ihr Leben verloren haben. Deshalb ist für uns der Handlungsbedarf gegeben. Wir müssen gegen diese Raser vorgehen und deshalb müssen wir die Bürger besser schützen, auch strafrechtlich gegen diese verrückten Spinner in ihren Autos, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Rechtsprechung, der jüngsten Rechtsprechung, wurden zwar in der Tat diese schlimmen Unfälle zu Recht hart bestraft und die Fahrer etwa in Berlin wegen Mord oder anderswo wegen Totschlag verurteilt. Ich finde zu Recht,
Denn wenn man mit über 100 oder in Berlin sogar 160 km/h durch die Innenstadt donnert, dann nimmt man billigend den Tod von Passanten oder anderen Verkehrsteilnehmern in Kauf. Und deswegen habe ich großes Verständnis für diese Rechtsprechung. Wenn aber glücklicherweise bei einem solchen Rennen oder einer solchen Raserei nichts passiert, niemand zu Schaden kommt, dann ist dieses gefährliche Rasen nur als Ordnungswidrigkeit mit einer Sanktion von etwa 500 Euro strafbar oder einem einmonatigen Führerscheinentzug. Und das hat keinerlei abschreckende Wirkung, das ist zu wenig und das steht vor allem in keinem Verhältnis zu der großen Gefahr, die von einer solchen verrückten Raseraktion für unsere Mitbürger ausgeht. Und deshalb haben wir hier also eine Schutzlücke. Wir müssen handeln. Wenn jemand etwa mit 50 km/h durch die Fußgängerzone fährt oder mit 160 über eine Schnellstraße, dann sind 500 Euro zu wenig. Dann muss eine strafrechtliche Sanktion erfolgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können heute ein gutes Gesetz vorlegen, das genau diese Strafrechtslücken schließt. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei den Verkehrspolitikern und auch den Rechtspolitikern der Union bedanken. Ich bedanke mich bei beiden Ministerien für die gute Zuarbeit und darf auch ein Dankeschön an die frühere nordrhein-westfälische Landesregierung schicken, die mit ihrem Bundesratsentwurf unter Justizminister Kutschaty erst die Initiative für diese wichtige Maßnahme geschaffen hat. Was machen wir konkret? Zukünftig wird es strafbar sein, wenn man ein Autorennen veranstaltet, ohne dies anzumelden und vor allem ohne es zu sichern. Und auch die Teilnahme an einem solchen illegalen Autorennen ist zukünftig strafbar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe. Das tun wir, weil wir der Meinung sind, dass schon die Veranstaltung eines Rennens an sich oder die Teilnahme hieran gefährlich ist und deshalb strafbar sein sollte. Denn auch eine solche hirnlose Raseraktion ist nach heutiger Rechtslage straflos und das darf nicht so bleiben. Wir haben leider gesehen, dass es hier schlimme Unfälle gibt und deshalb müssen wir hier handeln. Und wir sind der Meinung, dass auch das Alleinrasen strafbar sein sollte, wenn eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung eintritt, weil auch das eine große Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger sein kann. Diese Raserei, das ist kein Kavaliersdelikt. Und wir haben dabei lange diskutiert, wie wir diese Norm fassen, ob wir etwa wie in der Schweiz konkreter werden, ob wir möglicherweise genaue Zahlen oder Prozentzahlen der Überschreitung in das Gesetz hineinschreiben sollen. Aber dann wäre es ein sehr langer Gesetzestext geworden. Und ich glaube, wir wären auch nicht der jeweiligen Verkehrssituation gerecht geworden. Es macht eben einen Unterschied, ob jemand 30 Kilometer zu schnell in der Fußgängerzone fährt oder ob er 30 Kilometer zu schnell in der Tempo-120-Zone fährt. Deshalb finde ich, haben wir hier eine abstrakte Beschreibung der Gefährlichkeit gut formuliert ins Gesetz hineingeschrieben. Wenn mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren wird, dann kommt es zur Strafbarkeit. Das sind bewährte Rechtsbegriffe, Frau Künast, die die Rechtsprechung heute schon gut definiert und ausgestaltet hat. Auch in unserer Sachverständigenanhörung haben die Gutachter gesagt, dass der Nachweis kein Problem sein wird, dass es bewährte Rechtsbegriffe sind. Übrigens auch die Teilnahme und die Veranstaltung der Autorennen. Auch das ist nachweisbar nach den Normen, wie wir sie hier gefasst haben. Aber wir führen nicht nur eine neue Strafnorm ein, sondern wir regeln auch eine weitere Maßnahme, die in der Autorennszene sicherlich viel mehr gefürchtet sein wird als die Geldstrafe, nämlich die Wegnahme des Autos. Der Raser kann sein Fahrzeug verlieren. Wir regeln, dass der Veranstalter oder der Teilnehmer von illegalen Autorennen oder der Alleinraser sein Auto durch die Einziehung von einem Gericht weggenommen bekommen kann. Kollegin Lühmann sprach, dass das Spielzeug weggenommen wird. Ich finde, man kann noch einen Schritt weitergehen und dies mit dem Waffenrecht vergleichen. Wenn ein Bürger nicht verantwortungsvoll mit seiner Waffe umgehen kann, wenn er sich als ungeeignet erwiesen hat, dann wird ihm eben die Waffe weggenommen. Und genauso muss es auch im Straßenverkehrsrecht sein, weil von diesen Fahrzeugen bei den hohen Geschwindigkeiten genau wie von einer Waffe eine erhebliche Gefahr ausgeht. Zu Recht darf das Strafrecht immer nur Ultima Ratio sein. Und ich finde, hier haben wir aber eine Schutzlücke. Hier haben wir zu Recht ein Gesetz gemacht. Wir haben hier Handlungsbedarf. Lassen Sie uns mit diesem Gesetz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Vielen Dank. Sebastian Steinecke von der CDU-CSU-Fraktion hat jetzt als letzter Redner in dieser Debatte das Wort. Frau
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist knapp 2 Wochen her, dass in München-Gladbach ein junger Mann sein Leben lassen musste, weil einige Unbelehrbare sich ein Rennen auf öffentlichen Straßen mitten in der Stadt lieferten. Ein weiterer bekannter Fall, der Minister hat darauf hingewiesen, ist der Fall in der Nähe hier am Berliner Kurfürstendamm mit 160 km/h mehrere rote Ampeln überfahren. Ein unbeteiligter Autofahrer ist zu Tode gekommen. Das sind lediglich 2 prominente Beispiele der letzten Wochen und Monate, die Aufsehen erregt haben. Aus den regelmäßigen Berichterstattungen in der Presse wissen wir aber, dass dies inzwischen nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es inzwischen auch, kann das so deutlich sagen, selbst bei uns im ländlichen Raum ein Massenphänomen geworden ist. Auch wenn es noch an einer offiziellen Statistik fehlt, Frau Lühmann hat auch darauf hingewiesen, gehen Expertenschätzungen davon aus, dass illegal veranstaltete Straßenrennen für eine Vielzahl von Verkehrstoten und auch Verletzten verantwortlich sind. Es gibt vielerorts eine regelrechte Raserszene, die sich dann über Chatdienste verabredet. Und wir müssen als Gesetzgeber heute handeln und tun dies, um diesen Wahnsinn auf unseren Straßen endlich zu beenden. Der vorliegende Entwurf des Bundesrates, den wir uns als Koalitionsfraktionen im Grundsatz unterstützend beistanden, sieht nun die Einführung eines neuen Straftatbestandes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens des 315d Strafgesetzbuch vor. Hierbei wird nicht nur die aktive Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Strafe gestellt, sondern auch das Veranstalten. Wie sah es bisher aus? Wir haben es schon gehört. Im geltenden Straßenverkehrsrecht wurden solche Fälle lediglich als Verstoß gegen das Verbot der übermäßigen Straßenbenutzung und damit als Ordnungswidrigkeit behandelt, die je nach Konstellation mit bis zu 500 € Bußgeld geahndet wird. Die erhebliche Gefahr für Leib und Leben wurde bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Eine Abschreckungswirkung können wir damit bisher sicherlich nicht entfalten. Das ändern wir jetzt. Veranstalter und Teilnehmer müssen zukünftig mit drastischen Strafen rechnen. Bis zu 2 Jahre Haft oder Geldstrafe bereits beim Grundtatbestand. Wer darüber hinaus Leib, Leben oder fremde Sachen von hohem Wert gefährdet, Haftstrafen bis zu 5 Jahren. Und wenn bei dem Rennen unbeteiligte Personen verletzt oder gar getötet werden, beträgt die Höchstfreiheitsstrafe 10 Jahre. Um Wiederholungstaten einzuschränken oder verhindern, sollen Teilnehmern und Veranstaltern dieser Rennen im Regelfall die Fahrerlaubnis entzogen werden oder die Sperrfrist verhängt werden. Zudem ermöglichen wir endlich die Einziehung der Kraftfahrzeuge, die eben bisher nicht so einfach möglich war. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wesentliches Signal, das auch noch mal aus der Anhörung kam, dass die Einziehung eines der zentralen Elemente eben auch ist. Die vorgesehenen Strafmaße sind aus unserer Sicht richtig, notwendig und angemessen. Und ich bin froh, dass wir das heute endlich verabschieden können. Trotzdem der Ausgangsentwurf aus unserer Sicht in die richtige Richtung ging, haben wir als Koalition und war uns auch als CDU wichtig, dass wir das Thema Alleinrasen richtig ernsthaft angehen. Wir haben auch die Versuchsstrafbarkeit geregelt. Auch das war bisher nicht der Fall. Auch das haben wir noch eingeführt. Aber die Praxis hat eben gezeigt, dass es regelmäßig vorkommt, dass die Menschen auf den Straßen sozusagen Rennen gegen sich selbst fahren. Die fahren, um bestimmtes Tempo zu erreichen, oder die fahren sogar, um ihre Rekorde, die sie regelmäßig sich zu Hause eintragen, zu toppen. Und aus unserer Sicht damit ebenfalls ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verwirklichen. Ich will nur mal das Beispiel des Motorradfahrers und YouTubers, jeder kennt ihn, glaube ich, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt hat, Alpi, zur Erinnerung rufen, der vom Landgericht Bremen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde und der regelmäßig nach seinen Fahrten mit 170 durch die Bremer Innenstadt das Ganze auf YouTube hochgeladen hat. Diese Problematik drehte sich dann auch im Wesentlichen die Expertenanhörung. Und deswegen haben wir mit dem heutigen Änderungsantrag ein abstraktes Gefährdungsdelikt dazugeführt. Das ist richtig. Und welches vorsieht, dass der Fahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, auch das ist bereits ein im Rahmen 3 StVO oder 315c StGB eingeführter Begriff, zu dem es auch Rechtsprechung gibt, sich rücksichtslos fortbewegt und das Ganze auch grob verkehrswidrig. Damit wird neben dem Veranstalter und dem klassischen Teilnehmer am Rennen jetzt eben endlich auch, das war uns sehr wichtig, auch der Einzelraser von der Vorschrift umfasst. In der Anhörung, das wurde darauf hingewiesen, wurde nun angemerkt, dass diese Regelung an vielen Stellen zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthalte. Deswegen haben wir uns intensiv im Nachgang der Anhörung nochmal Gedanken gemacht und nach Formulierungen gesucht, die besser passen und die auch die Rechtsprechung schon umfasst. Nicht angepasste Geschwindigkeit bedeutet heute bereits ein zu schnelles Fahren, das Geschwindigkeitsbegrenzung verletzt oder in den konkreten Verkehrssituationen zuwiderläuft. Die Begriffe verkehrswidrig und rücksichtslos sind bereits von 315c umfasst
und sollten auch für die Rechtsprechung kein Problem darstellen. So steht es jetzt auch möglicherweise in der Begründung des Antrages drin. Hierdurch, und das ist uns ja auch wichtig gewesen, wir haben einige schon darauf hingewiesen, verhindern wir eben auch, dass wir jede Geschwindigkeitsüberschreitung umfassen, sondern wir fassen eben diese, die ein eigenes Rennen fahren wollen und nicht, Frau Künast hat gesagt, zu schnell zum Bäcker gefahren sind. Das ist eben so. Ich denke, dass wir damit insgesamt Formulierungen gefunden haben, die es den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten ermöglichen, die Taten aufzuklären und abzuurteilen. Und damit schließen wir auch eine ganz wichtige Strafbarkeitslücke. Noch ein, zwei Sätze zum Antrag der Grünen. Ich glaube, uns eint hier alle, das haben wir auch in Anhörung gemerkt, dass wir die Eindämmung und Verhinderung der Autorennen deutlich angehen wollen. Es wurde darauf hingewiesen, dass das nicht ausreichend sei, auch in der Anhörung. Aber auch der eigene Antrag wurde ja von den Sachverständigen durchaus sehr, sehr kritisch gesehen. Nur die leichte Änderung bei 315c würde eben einen Großteil der Tatbestände nicht umfassen, haben die Sachverständigen darauf hingewiesen. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir eine deutlich bessere Regelung gefunden, um abzuschrecken, um auch die Gesellschaft zu sensibilisieren für dieses Thema. Dieser entwickelte Straftatbestand wird diesem Fall gerecht. Bedenken Sie nochmal vielleicht am Ende vor Ihrer Entscheidung das große Sicherheitsbedürfnis unserer Straßenverkehrsteilnehmer und ringen sich vielleicht auch zu einer insgesamten Zustimmung zu. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen Politikern der SPD. Wir haben das wirklich sehr schnell, gut und sauber hingekriegt. In diesem Zusammenhang natürlich auch bei den Ministerien, ne, damit jetzt alle auch mit beglückt sind. Und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich diese Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksachen 12936 und 12964 den Gesetzentwurf des Bundesrates auf Drucksache 10145 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalition bei Behaltung der Opposition ohne Gegenstimmen angenommen worden. Ich komme zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalition bei Enthaltung der Opposition ohne Gegenstimmen angenommen worden. Die Kollegin Wilms hat dem Gesetzentwurf auch zugestimmt. Danke für den Hinweis. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz auf Drucksachen 12936 und 12964 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B in seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 12558 mit dem Titel Verkehrssicherheit erhöhen, Raserei und illegale Autorennen wirksam bekämpfen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen worden.